Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tom Clancy's Division auf jeden Fall. Far Cry Primal, ja. Wir starten zu Beginn mal mit ein bisschen Action. Wir werden dieses Dorf hier auseinanderbauen. Und einfach mal hier alles mitnehmen, was geht. Wir werden jetzt also hauptsächlich im Norden unterwegs sein, weil wir für den Gefangenen eine Bude bauen müssen, ja. Weißt du, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was gerade los ist hier. Tröte. Ach, da unten ist die. Wo war denn, den nehmen wir mal mit. Die Sache ist nur die, dass ich besser Granaten schmeißen kann als du. Weg. Warum stirbt ihr denn nicht? Alter, jawohl, jetzt bin ich tot. Wieso stirbt der Penner nicht? Wieso? Maul halten. Hier. Alter, du scheiß Leopard. Ey, ganz ehrlich, jetzt hast du mir schon wieder... War es wichtig. Boah, ey.
weg. Auch noch weg. Auch noch weg. So, alter Schwede. Die beiden, ich tröte mal ein bisschen und da kommen andere Leute noch. So, zack, der auch noch weg. Meine Fresse, ey. Die Eule ist cool. Die haben auch schon ewig nicht mehr benutzt. Ja. Ich bin auch ein bisschen unkonzentriert, muss ich sagen. Ist ja, habe ich ja schon vor 8 Folgen oder so erklärt, ich muss heute 18 Stück aufnehmen, wegen den scheiß Vorklausuren, dass ich mich da komplett auf die Schule konzentrieren kann. Und dass ihr trotzdem noch was zum Anschauen habt, weil es ist ja kacke, wenn ihr nicht wisst, wie es in der Story weitergeht. So schon mal gar nicht. So, jetzt zu der Wasserstelle hier. Boah, ey, ist das anstrengend hier. Also, was heißt anstrengend, aber es ist lästig halt, dieses blöde Zusammensuchen von Dingen und ohne kommst du nicht weiter und blabliblub. Mann. Jetzt gibt es hier nicht mal Ton. Ne. Gibt's nicht. Okay. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich hier echt durch die ganze Gegend latschen, um... Nein, mach ich jetzt nicht. Kann nicht wahr sein, dass ich jetzt hier diese blöden Steine auf Teufel komm raus suchen muss. Vorhin auch seltenes Rothundfell auch noch, ne? Was meint ihr eigentlich, wer der ist? Vieh, komm her. Ja, die Ranger, denen helfe ich jetzt eh nicht. Ich bin gerade mit mir selber beschäftigt. Ich kann jetzt gerade nicht. Da. So. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank ein bisschen Ton. Noch Ton. Okay, tschüss. Dann halt nicht. Komm, müssen wir es nicht schon langsam genug haben hier? Bitte lass es genug sein. Vor allen Dingen, weißt du, der hat ja noch nicht mal was für uns geleistet. Der hat ja nicht mal nicht eine einzige Bombe für uns hergestellt. Ja?
So lächerlich, dass wir dem jetzt so einen scheiß Unterschlupf bauen. Zwei Nordton noch. Ist das? Oh, geil. Direkt neben. Direkt neben. Zweimal Nordton brauchen wir noch. Das werden wir wohl noch finden. Das werden wir wohl noch finden, Freunde. Oh Mann, ey, ich hasse sowas. Vor ein paar Folgen hatten wir das mit der Axt. Dass man die gesucht hat bis zum... Weiß ich nicht was. Na komm. So, wir machen das jetzt. Hallo. Was rennst du eigentlich immer weg? Bist du irgendwie blöd oder so? Bleib jetzt da stehen. So. So, das Dorf nehmen wir jetzt noch ein. Komm. Das Dorf nehmen wir jetzt noch ein. Ja, er macht nichts, die ist eh kalt. Boah, Viech! Ganz ehrlich. Ja, macht ja auch sogar Sinn, denn in solchen Höhlen ist es ja bekanntlich wärmer. Ja. Alter, what the fuck? What the fuck? Yes, wir liegen noch voll in der Zeit und haben jetzt auch das Ding eingenommen. Das heißt, wir werden jetzt auch noch direkt die Hütte für den Kollegen bauen. Oh Mann, ey. Das
Das ist echt lächerlich, muss ich sagen. Das ist echt. Also das hätte ich. Nee. Wäre das mein Gefangener, hätte ich erstmal einen erzählt. Ein aus dem Leben hätte ich dem erzählt, doch. Wow. Wir hatten noch mehr als genug Nordton dabei. Also, wir hätten... Ja, aber weiße ist ja langweilig. Ist ja langweilig, wenn man schon alles dabei hat, ne? Oh. Oh. Hör mir auf, ey. Jawohl. 4 Frames oder was? So, boah, wehe, du haust nicht an einen nach dem anderen hier die Bomben raus, dann werde ich aber sauer, Kollege. Pass mal auf, ey, später kommt noch voll der krasse Story-Twist, an dem wir einfach alle Freunde werden. Ja, das wäre voll schön. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Quest lohnt es nicht, sich jetzt noch zu beginnen. Doppelte Tobsuchtsbombe. Deswegen gucken wir uns das einfach jetzt hier an. Reduziert Nahkampfschaden, primitive Heilung 3. Hä, was? Stellt bei der manuellen Heilung plus einen Gesundheitsbalken wieder her. Bis zu 3 können insgesamt... Ja, nice. Ich glaube, wir werden als nächstes den Pfad hier gehen. Und vorher holen wir uns noch ein Leben dazu. Und dann machen wir den Spaß. Nice. So. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.